Herr Awey, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir zu sprechen. Und direkt möchte ich jetzt hier festhalten, dass Sie Wert auf die Feststellung legen, dass Sie in diesem Gespräch mit RT bzw. mit dem fehlenden Part ausschließlich als Biowissenschaftler im Zusammenhang mit dem Sachthema auftreten und nicht aus politischen Gründen. Können Sie vielleicht kurz sagen, warum das so ist? Nur das liegt einfach daran, dass es mir wichtig ist, hier politische Positionen ganz klar zu trennen von meiner Position als Biologe, als Biowissenschaftler mit dem Schwerpunkt Gesundheitsökologie übrigens. Aber ich habe mich eben auch schon häufig in meinen Büchern mit umstrittenen Biotechnologien befasst, die dann Konzerne auch sehr geschickt nutzen, um damit Geld zu verdienen. Und dadurch bin ich auch in dieses Thema Impfung und Biotechnologie hineingeraten. Und deswegen sprechen wir auch heute genau über dieses Sachthema, und zwar das Thema Impfen. Ganz kurz noch zu Ihrer Person. Sie haben es jetzt gerade schon erwähnt. Sie sind Biowissenschaftler. Sie halten sich auch gerne in der Natur auf und Sie glauben auch an die heilenden Kräfte des Waldes. Darüber haben Sie auch in Ihrem Buch Biophilia-Effekt geschrieben. Heute aber, wie schon gesagt, wir sprechen nicht über das Waldbaden. So kennt man ja dieses Wort auch. Wir sprechen über das Thema Impfungen, insbesondere dem Thema RNA-Impfungen, also genbasierte Impfstoffe. Das Thema ist in aller Munde, denn seit Beginn der Corona-Krise gilt die Entwicklung eines Impfstoffes als die Lösung, um quasi eine gewisse, naja, nö, um die Normalität wieder zurückzubekommen. Mittlerweile gibt es, ich meine, es seien ungefähr 180 Firmen, Projekte, Forschungsprojekte, an denen gearbeitet wird. Ich weiß, die Zahl kann sich verändern. Die arbeiten an einem Impfstoff. Circa die Hälfte davon sind genbasiert. DNA, RNA und vertikale integrative Impfstoffe. Virale Vektorimpfstoffe. Dankeschön, Dankeschön. Der Renner oder der heißeste Anwärter ist allerdings der RNA-Impfstoff. Darauf setzen auch Bill Gates und Christian Drosten, ganz klar. Vielleicht können Sie erst einmal sagen, Herr Awey, was macht ein RNA-Impfstoff so besonders? Also wir beobachten diese Entwicklung rund um die Impfstoffkandidaten. Das sind ja Kandidaten, die da gemeldet sind bei der WHO. Und wenn man sich das anschaut, dann ist dieses Verhältnis schon seit Beginn dieser Impfstoffdebatte immer dasselbe. Also es werden zwar immer mehr Kandidaten, aber es sind immer ungefähr 50% genetische oder genbasierte Impfstoffe. Das ist eigentlich ein unscharfer Begriff. Ganz korrekt müsste man sagen, nukleinsäurebasierte Impfstoffe. Es geht nämlich um den Transfer von Nukleinsäure in unsere Zellen. Und Nukleinsäuren sind ja die Bestandteile, die Bausteine sozusagen unseres Genoms, unseres genetischen Materials. Und auch bei Viren ist es so, das Coronavirus ist ein RNA-Virus, also das Genom des Coronavirus besteht aus Ribonukleinsäure, nicht so wie bei uns aus DNA, Desoxyribonukleinsäure. Wichtig ist aber zu wissen, dass auch wir Lebewesen mit DNA, so wie die Pflanzen und die Tiere und so weiter, dass auch wir in unseren genetischen Prozessen RNA haben. Die RNA ist nämlich bei uns eine Art Transkript, eine Abschrift von unserer genetischen Information. Und die wird genutzt, um in der sogenannten Proteinbiosynthese die Eiweißstoffe unseres Körpers, die wir brauchen, um zu funktionieren, eben aufzubauen. Und da setzen alle nukleinsäurebasierten, also alle genetischen Impfstoffe ein. Sie versuchen, diese Proteinbiosynthese unserer Zellen zu manipulieren. Sie hacken sich da sozusagen hinein, indem sie fremde Informationen einschleusen. Ein Weg dazu ist eben, direkt die sogenannte Messenger-RNA des Virus zu nutzen. Die Messenger-RNA ist eben ein Transkript des viralen Genoms. Und die muss so gestaltet werden, dass sie von unseren Ribosomen, so nennt man diese Organellen, diese Strukturen, die unsere Proteine in der Zelle herstellen, dass sie also versehentlich ausgelesen werden. Und wenn diese Messenger-RNA dann eingebracht wird, mittels Nanotechnologie, dann landet sie eben an diesen Ribosomen in unserer Zelle. Man muss sich die Zelle eben vorstellen, fast wie einen kleinen Organismus, der auch seine Organe hat, winzige mikroskopische Organe, Organellen, die alle ihre Funktionen haben. Und diese Ribosomen sind eben wirklich die Proteinfabriken.
Und dort landet diese Messenger-RNA. Kurz gesagt, die RNA-Impfung versucht, die Proteinherstellung unserer Zellen so zu manipulieren, dass unsere Zellen selbst virale Proteine, also virale Antigene herstellen. Das heißt, diese Impfungen nutzen unsere Zellen als Kopiermaschinen, wenn man so will, für virale Antigene. Wir produzieren aus Versehen diesen Eiweißstoff, gegen den wir dann die Antikörper bilden sollen. Und das ist in dem Fall oft das sogenannte Spike-Protein, also ein Stachelprotein des Coronavirus. Das haben wir ja auch schon gesehen auf den Bildern, das, was da so, ja, ein Spike, ein Stachel sozusagen an diesem Virus. Ist das dieses Spike-Protein? Also das Coronavirus gehört, wie gesagt, zu den RNA-Viren. Es ist sehr einfach aufgebaut. In der Mitte befindet sich ringförmig die Ribonukleinsäure, die RNA, also das Genom des Virus. Und es ist umgeben von einer sehr einfach gebauten Hülle, einer Doppellipidmembran. Und in dieser Membran, in dieser einfachen Hülle, befinden sich eben verschiedene Membranproteine und auch Stachelproteine. Die geben diesem Virus diese typische Oberflächenstruktur. Und unser Immunsystem kann eben auch auf bestimmte dieser Proteine auf der Oberfläche eines solchen Virus reagieren. Ich habe mir das in Abgrenzung zu den traditionellen Impfstoffen erklären können. Bei einem traditionellen Impfstoff handelt es sich ja darum, dass man einen abgeschwächten Virus injiziert, also mittels der Spritze. Und das ist ja bei diesen RNA-Impfungen nicht mehr notwendig, weil man benutzt quasi das Erbgut, spritzt es rein und die Zelle tut dann das, was Sie jetzt so wunderbar erklärt haben, was ich jetzt leider nicht nochmal zusammenfassen kann, und reagiert dann einfach damit und kann deswegen, wenn es dann in Kontakt tritt mit dem Virus, dagegen arbeiten oder auch eine Immunreaktion oder Antikörper bilden, besser gesagt, richtig? Man bringt keinen klassischen Impfstoff mehr ein, dass man zum Beispiel ein abgestorbenes Virus oder ein lebendiges Virus oder Proteine des Virus direkt einbringt, sondern man bringt die genetische Information ein, die dann durch eine Manipulation unserer Zellen dazu führt, dass wir selbst das Protein herstellen. Und das ist eine vollkommen neue Art von, also man muss sagen, da wird schon seit 20 Jahren dran geforscht, aber es ist insofern eine vollkommen neue Art des Impfstoffs, als es noch nie einen RNA- oder sonstigen genetischen Impfstoff gab, der für die Anwendung zugelassen wurde. Bei Menschen, richtig? Es gab immer Probleme. Mhm. Wir wissen zum Beispiel, das ist sehr relevant, dass gegen SARS und MERS, das sind beides Coronaviren, ein RNA-Impfstoff getestet wurde und der musste bereits in der präklinischen Phase wieder abgebrochen werden, weil sich gezeigt hat, dass es im Lungengewebe zu einer Autoimmunreaktion, zu einer schweren Entzündungsreaktion kommen kann, die daraus resultiert, dass die sogenannten T-Helferzellen des Typs 2 überreagiert haben auf den Impfstoff. Und ungewollte Immunreaktionen sind eben die Hauptrisiken, auch Langzeitrisiken der RNA-Impfungen, sowie überhaupt auch die potenzielle Gefahr einer Immunität gegen Nukleinsäure, also gegen Bausteine von Genen. Und wir selbst beinhalten ja auch Nukleinsäure in unseren Zellen. Und das Problem dabei ist ja immer, dass nicht dieses genetische Material nicht einfach nur eingebracht wird, so wie beim Essen von Nahrung, da ist ja auch immer DNA in unserem Körper und RNA, sondern dass es hier wirklich um manipulierte genetische Information geht, die so gestaltet ist, dass sie eben von unserem Körper inkludiert wird, einbezogen wird in die eigenen genetischen Abläufe. Das ist der große Unterschied zur herkömmlichen Aufnahme von genetischem Material, wenn wir zum Beispiel Lebensmittel essen. Es wird nämlich von Lobbyisten der Pharmaindustrie tatsächlich immer wieder behauptet, dass es keine Gefahr gibt, weil ja wir permanent DNA und RNA aufnehmen, zum Beispiel über die Nahrung. Aber das kann man natürlich überhaupt nicht vergleichen, weil das ist keine manipulierte ist kein manipuliertes Material, das sich in unsere Proteinbiosynthese einhackt. Und Nahrung wird auch nicht direkt injiziert ins Gewebe. Ich glaube, Sie haben die Frage schon in gewisser Weise beantwortet. Allerdings möchte ich sie noch mal ganz klarstellen, weil ich sie im Zusammenhang mit der RNA-Impfung immer wieder in den Kommentaren zum Beispiel lese. Und zwar, kann dieser RNA-Impfstoff unser Erbgut verändern?
Und da muss man eben differenzieren. Es gibt, wie gesagt, 50% genetische Impfstoffe unter den Kandidaten. Und es sind auch von den 10 jetzt in die klinische Phase zugelassenen Kandidaten sind auch 5 genetische Impfstoffe, also auch wieder die Hälfte, und sie werden haushoch favorisiert. Also alle favorisierten Impfstoffkandidaten sind genetische Impfstoffe. Sind nicht nur die RNA-Impfstoffe, sondern eben auch ein DNA-Impfstoff. Das ist besonders besorgniserregend, denn da besteht noch zusätzlich zu diesen Autoimmunreaktionen auch das potenzielle Risiko der Insertion. Das heißt, wir haben ja auch selbst DNA in unserem Zellkern und es könnte zu einer Insertion dieser DNA in unser Genom kommen. Und das könnte dann dazu führen, dass Onkogene aktiviert werden oder antikarzinogene Genabschnitte deaktiviert werden und dann steigt das Krebsrisiko. Das heißt, dieser Eingriff in unsere genetischen Abläufe oder peripheren genetischen Abläufe kann aus Versehen, nicht beabsichtigt, aus Versehen eine solche Nebenwirkung möglicherweise auf lange Sicht entfalten. Was aber nicht stimmt, ist, dass wir selbst als ganze Organismen dadurch genetisch manipuliert werden. Weil es geht ja immer um das Gewebe, wo die Impfung verabreicht wird. Das heißt, es könnte zu einem lokal erhöhten Krebsrisiko führen, zu einem erhöhten Tumorrisiko. Natürlich replizieren sich die Zellen dann ja auch und dadurch kann sich dieses Problem auch verbreiten in unserem Körper. Nur wir selbst als Wesen werden natürlich nicht genetisch manipuliert durch diese Impfung. Aber wie gesagt, es könnte zu diesen unbeabsichtigten Langzeitfolgen kommen. Deswegen ist es so wichtig, hier keine Verkürzungen bei der Zulassungsphase zu machen. Und es ist erschreckend, wie viele Expertinnen und Experten, auch Virologen, empfehlen, dass man Impfregularien aussetzen soll. Auch Bill Gates hat gesagt, man sollte es in spätestens 18 Monaten schaffen, obwohl man eigentlich noch mindestens 5 Jahre dafür bräuchte. Alle diese Kandidaten befinden sich in einer ganz frühen Phase. Wie gesagt, es sind schon viele genetische Impfstoffe gescheitert. Es ist noch nie einer zugelassen gewesen. Und jetzt will man in kürzester Zeit einen solchen Impfstoff auf den Markt bringen, finde ich extrem problematisch. Und man muss auch sagen, diese Zulassungsphasen, die dauern ja mit gutem Grund lang. Es gibt zuerst eine präklinische Phase, dann kommt es in die erste klinische Phase. In der ersten klinischen Phase geht es einmal nur darum zu schauen, wie verhält sich dieser Impfstoff im Körper. Dann gibt es eine zweite klinische Phase. Da wird dann auch untersucht, ob es überhaupt zu einer Immunisierung kommt. Da nehmen noch immer unter 1000 Teilnehmer teil. Und dann in der dritten klinischen Phase, da wird dann auch geschaut, ob eine Langzeiteffizienz besteht und ganz besonders, ob Langzeitnebenwirkungen auftreten. Und da braucht es diese sogenannten Follow-up-Phasen. Das heißt, man verabreicht den Impfstoff und wartet. Beobachtet diese Teilnehmer. Erst dann wird der Impfstoff erneut verabreicht und so versucht man eben Langzeitfolgen abzufangen. Und deswegen dauert diese Phase in der Regel 4 bis 6 Jahre. Und in Summe müsste man eigentlich 6 bis 10 Jahre rechnen, wenn man alle diese Phasen ordnungsgemäß durchlaufen möchte. Jede Verkürzung dieser Wartezeiten ist automatisch mit einem Risiko verbunden. Und wir sehen jetzt schon, dass Zulassungen für die erste und die zweite klinische Phase erteilt wurden, bevor noch die präklinische Phase bei manchen Impfstoffen abgeschlossen war. Das heißt, man hat Überlappungen geschaffen, die ein zusätzliches Risiko bergen, weil diese Überlappungen natürlich die Gefahr bergen, dass etwas, was noch nicht fertig ausgewertet wird, eben später noch ein gewisses Risiko an den Tag legt, das man dann aber schon übersehen hat in diesem Prozess oder wo man in diesem Prozess dann schon weiter fortgeschritten ist. Die US. Also es finden jetzt bereits definitiv Verkürzungen der üblichen Prozedere statt. Die US-Firma Moderna hat ja erst diese Woche, ich glaube, es war gestern, angekündigt, dass es in die dritte Phase der klinischen Studien gehen würde. Die zweite Phase, wenn ich mich recht erinnere, mit 45 Probanden wurde abgeschlossen, erfolgreich abgeschlossen, sagt man. Antikörper wurden entwickelt und es gab offenbar keine Nebenwirkungen. Und jetzt geht es in die dritte Phase mit 30.000 Probanden Ende Juli. Wie schätzen Sie das ein? Ja, das ist für mich sehr alarmierend, dass ein Impfstoff innerhalb weniger Wochen von der präklinischen Phase an den Beginn der Phase 3 bugsiert wurde. Das ist undenkbar normalerweise.
Das kann nur unter Verkürzungen von Wartezeiten, die da notwendig sind, basiert sein. Und es wird zwar von Lobbyisten immer wieder behauptet, es gab nur Verkürzungen in den bürokratischen Prozessen. Das ist aber definitiv nicht der Fall, weil, wie gesagt, es sind Wartezeiten notwendig, um eben aus Sicherheitsgründen, aus Sicherheitsgründen auch vorzugehen oder aus Sicherheitsaspekten auch so vorzugehen, dass man nichts übersieht. Und wenn jetzt innerhalb weniger Wochen Impfstoffe von der präklinischen Phase in die Phase 3 buxtiert worden sind, ich meine, das wäre undenkbar normalerweise gewesen, und dazu kann man eigentlich gar nichts mehr anderes sagen, als dass mir niemand einreden kann, dass hier kein verstärktes Risiko vorliegt. Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts in Deutschland, Herr Cichutek, ich hoffe, ich sage den Namen jetzt richtig, erachtet diese Sorge, die Sie zunächst geäußert haben, über die verstärkte Tumorbildung, die entstehen könnte aufgrund dieser RNA- oder DNA-Stoffe. Dazu sagt Herr Cichutek: Wir haben bei den DNA-Impfstoffen lange Jahrzehnte damit verbracht, einem theoretischen Risiko nachzugehen, das sich dann am Tier und in klinischen Prüfungen eigentlich nie bewahrheitet hat. Was sagen Sie zu dieser Aussage? Ich bin ein Verfechter des Vorsorgeprinzips, und ich kann nur sagen, dass gerade die DNA-Impfstoffe, und es ist alarmierend, dass es hier um einen DNA-Impfstoff geht, besonders umstritten sind. Ich stehe im laufenden Kontakt mit vielen Biowissenschaftlern und Medizinern, und gerade die DNA-Impfstoffe, die da grob verharmlost werden durch diese Aussage, die brauchen wirklich ungekürzte Zulassungsverfahren, wenn man sie irgendwann in der Zukunft einsetzen möchte, weil eben wir auch DNA-basierte Lebensformen sind, weil diese DNA so manipuliert wird, dass sie in unsere genetischen Abläufe einbezogen wird. Ja, uns nicht genetisch manipuliert, das sage ich nicht, aber dass es eben im Laufe dieser Integrationsmechanismen sehr wohl zu einer Insertion und zu einer Veränderung unseres Genoms lokal kommen kann und dadurch das Krebsrisiko steigt. Jetzt mit Verkürzungen daherzukommen, ist wirklich sehr, sehr riskant. Und man darf auch nicht vergessen, dass viele dieser Firmen, die da jetzt zu Wort kommen, und auch Institutionen, das sind ja alles Kreise, wissenschaftliche Kreise, die auch von Geldgebern abhängig sind. Also ich will jetzt da keine Verschwörungstheorie aufstellen, aber es ist völlig klar, und das weiß jeder, der sich mit Biowissenschaft und Medizin befasst, dass Geldgeber für wissenschaftliche Studien, vor allem für so teure, hauptsächlich die pharmazeutische Industrie sind. Und es gibt eine Seilschaft zwischen diesen sogenannten Kontrollorganen oder den Institutionen, mit denen die pharmazeutische Industrie zusammenarbeitet, und mit den letztlichen Profiteuren, die eben die Industrie selbst sind. Und das nennt man ja auch Lobbyismus so schön. Ja? Das sind so Verbindungen, Seilschaften, und da ist auch ein gemeinsames Interesse, weil wenn ich als Wissenschaftler oder wenn jemand als Wissenschaftler, als Mediziner, als Virologe zum Beispiel wissenschaftlich arbeiten möchte und Geld braucht, dann wird er nicht darum hinkommen, Sponsoren, Geldgeber aus der pharmazeutischen Industrie zu bekommen. Also es ist nicht alles, was ein Wissenschaftler irgendwo sagt, positiv über die Pharmaindustrie, automatisch glaubwürdig, weil es gibt eben Verstrickungen und Zusammenhänge. Nicht, dass jemand gekauft ist, das ist mir ganz wichtig. Ich sage nicht, dass da jemand explizit gekauft wird, aber finanzielle Mittel für auch wichtige pharmazeutische und medizinische Forschung kommen eben von privaten Geldgebern. Und wenn die miteinander zusammenarbeiten mit den Institutionen, dann kann es da sehr wohl zu Unschärfen kommen. Auf meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass man ja an diesen RNA-Impfstoffen schon eine Weile forscht, also seit den 90ern ungefähr. Sie haben ja auch gesagt, ungefähr 20 Jahre. Nun ist es, Sie haben auch gesagt, die präklinischen Studien wurden ja abgebrochen aufgrund von bestimmten Nebenwirkungen. Aber es hätte ja genug Zeit gegeben, in diesen 20, fast 30 Jahren auch mal irgendwie weiterzukommen. Wo liegt denn da dann das Problem? Es hat nie ein RNA-Impfstoff funktioniert. Das ist das Problem, langfristig. Ja, sie haben immer Schwächen gezeigt. Wie gesagt, RNA-Impfstoffe wurden bereits gegen das SARS und gegen den MERS-Erreger versucht. Und die sind auch gescheitert. Und das sind Coronaviren. Und der Grund, warum sie bis jetzt nicht in die Anwendung gegangen sind, ist, weil sie eben nie in den längerfristigen Untersuchungen eine Langzeiteffizienz gezeigt haben oder weil sie eben signifikante Langzeitnebenwirkungen gezeigt haben. Das ist der Grund. Ich sage nicht, dass wir nie sichere RNA-Impfungen haben werden, aber bei dieser
unausgereiften Technologie sollte man wirklich nicht mit Verkürzungen kommen. Eines ist auch noch entscheidend, wenn man sagt, man ist jetzt schon zum Beispiel bei dem DNA-Impfstoff oder auch bei RNA-Impfstoffen in der Phase 3, in der klinischen Phase 3, dann muss ich mir insofern auf den Kopf greifen, weil wir wissen ja heute noch nicht mal, ob gebildete Antikörper überhaupt länger als 3 oder 4 Monate wirksam sind gegen das Coronavirus. Also das ist aber etwas, was man normalerweise in der ersten und spätestens in der zweiten Phase feststellen müsste. Das wissen wir noch gar nicht, ja? Wieso sollte man jetzt schon in die dritte Phase gehen, wenn wir noch nicht mal sagen können, ob eine solche Impfung, die vielleicht zuerst Antikörper bildet, eine Immunität aufbaut, auch eine entsprechende Langzeitimmunität aufbaut. Dazu braucht es eben die unverkürzten Phasen. Und ich bin entsetzt darüber, wie jetzt schon spürbar und sichtbar diese Verkürzungen durchgeführt werden und wie Experten, wenn sie darauf angesprochen werden, dass es ein Risiko gibt, dann auch oft sagen, ja, es gibt ein Risiko, aber für dieses Risiko müsste dann der Staat haften als Entscheidungsträger. Nur, erstens mal, das Geld, das der Staat haftet, mit dem der Staat haftet, ist auch das Geld der Steuerzahler. Und zweitens, nutzt einem Menschen, der vielleicht eine Langzeitnebenwirkung, einen gesundheitlichen Schaden durch eine Impfung hat, dem nutzt das überhaupt nichts, wenn er dann eine monetäre Abfindung vom Staat bekommt. Das Vorsorgeprinzip verlangt, dass wir eben vorbeugend und ganz sorgfältig in diese Entwicklung gehen und nicht mit diesen bereits spürbaren Verkürzungen. Woher kommt dann diese Überzeugung? Sprechen wir doch von Bill Gates. Ich meine, er ist ja wirklich in vielen Interviews aufgetreten und hat davon gesprochen, auch wirklich 7 Milliarden Menschen impfen zu wollen. Er ist auch überzeugt von diesem RNA-Impfstoff. Woher kommt dann diese Überzeugung? Es geht ja noch weiter. Die ersten Impfstoffe, die in die klinischen Phasen zugelassen wurden, die ersten genetischen Impfstoffe, waren alle von Unternehmern, die von der Bill and Melinda Gates Foundation gesponsert wurden, wo also Bill Gates als Investor aufgetreten ist. Da sieht man auch, welche Macht er hat. Also was er sagt, das gilt in dieser Branche, weil er eben auch ein großer Geldgeber ist. Man kann das hier nicht voneinander trennen. Und ihm persönlich oder auch dieser Stiftung möchte ich überhaupt nichts Schlechtes unterstellen. Es kann durchaus sein, dass er überzeugt ist von seiner Mission. Aber man kann auch etwas Gutes meinen und trotzdem schlecht treffen. Er betreibt starkes Lobbying für bis jetzt unausgereifte genetische Technologien. Er empfiehlt diese Verkürzungen und das ist für mich eine sehr dubiose Angelegenheit. Und wie man sieht, diese Macht, die er hat, die wird jetzt auch schon spürbar bei den Zulassungen, denn bei Hunderten oder fast 200 Kandidaten ist es doch erstaunlich, dass die ersten 3 oder 4 alle Kandidaten waren, die mit Bill Gates zusammenhängen, ja, wo er signifikant investiert hat. Da muss man einfach die Frage stellen, wie kommt es dazu? Und den Menschenfreund allein kann ich ihm eigentlich auch nicht abnehmen, denn wir wissen zum Beispiel, dass er in einen Rüstungskonzern investiert hat. Eine Firma, die eben Luftwaffen erzeugt zum Beispiel. Und ich weiß nicht, ob ein Menschenfreund sowas machen würde. Er investiert auch in Pharmakonzerne, die Pestizide auf der ganzen Welt verbreiten, die sehr umstritten sind. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt so menschenfreundlich ist. Also diesen Mythos vom großen Philanthropen, den möchte ich schon hinterfragen dürfen, auch wenn ich ihm jetzt kein böses Handeln unterstelle. Aber er kann sich auch irren. Warum nicht? Trotzdem interessant, dass ihm so viel Raum dann auch gegeben wird, weil ich habe mich auch gewundert, gebe ich ganz ehrlich zu, als ich das Interview in den Tagesthemen gesehen habe, dass es ja nicht mal im Ansatz eine kritische Nachfrage gegeben hat, die man ja durchaus stellen kann. Ist also wie gesagt, allein 7 Milliarden Menschen impfen zu wollen, ist ja, könnte man ja mal fragen, woher diese Ambition kommt. Also sowas gab es ja auch noch nie in der Vergangenheit. Das Interview in den Tagesthemen mit Bill Gates, genauso wie das BBC-Interview, war aus meiner Sicht, ich möchte schon fast sagen, ein Skandal. Ja, eine derartige Irreführung der Zuseher. Er ist hofiert worden, er ist in keinster Weise kritisch hinterfragt worden, obwohl er ja auch explizit gesagt hat, ja, das Risiko wird ansteigen und wir haben es hier mit einer Verkürzung auf 12 bis 18 Monate zu tun, obwohl wir eigentlich noch mindestens 5 Jahre bräuchten.
und hat dann auch auf die Verantwortlichkeit des Staates verwiesen. Aber es gab keine einzige kritische Gegenfrage. Ganz im Gegenteil, man hat fast das Gefühl gehabt, die Moderatoren in der Tagesschau und in BBC haben ihm sozusagen diesen Weg fast bereitet, hier seine Sicht der Dinge, seine interessensgesteuerte Sicht der Dinge über Impfstoffe zu verbreiten. Und momentan erleben wir wirklich eine Zeit, wo ich mich sehr über das Vorgehen der Leitmedien wundern muss. Also ich bin eigentlich bestürzt darüber, wie einseitig dort berichtet wird, wie nach wie vor Expertinnen und Experten mit abweichenden oder differenzierten Analysen ausgeschlossen werden, ja sogar angefeindet werden. Und ich habe in der Vergangenheit nie etwas Schlechtes über die Leitmedien gesagt. Ich habe viel mit Medien zusammengearbeitet. Aber jetzt ist es für mich auch ein bisschen wie ein Augenöffner, wo ich mir viele Fragen stellen muss, wie kommt es zu diesen offensichtlich interessensgesteuerten Berichterstattungen? Und ich habe selbst auch erlebt, am Beginn des Lockdowns in Österreich, also wir waren circa ein oder zwei Wochen vor Deutschland, aber am Beginn des Lockdowns habe ich auch aufgerufen, in den Wald zu gehen, mit Abstandsregeln, und das Immunsystem zu stärken, denn Waldluft enthält bioaktive Substanzen, die ganz gezielt unsere antivirale Abwehr unterstützen. Und da habe ich eine Presseaussendung gemacht und da haben sich einige Journalistinnen und Journalisten gemeldet und es wurden Interviews geführt und bereits verschriftlicht oder aufgezeichnet. Und alle bis auf eines wurden dann von der Chefetage in der Redaktion wieder untersagt, weil man während des Lockdowns nicht über Waldspaziergänge berichten darf und nicht die Menschen dazu aufmuntern darf, in die Natur zu gehen, ins Freie zu gehen. Und das war für mich unfassbar. Nur der ORF, in dem Fall war es tatsächlich der ORF, in der Radiosendung Radio Doktor hat diesen Beitrag dann tatsächlich gebracht. Und sonst haben alle abgesagt, im Nachhinein. Und das war für mich auch ein Augenöffner, muss ich sagen. Sie sprechen jetzt sehr viele interessante Punkte an. Diese Frage nach dem Immunsystem oder was unser Immunsystem stärkt, habe auch ich mir jetzt über die letzten Monate viel gestellt. Denn in Deutschland gibt es zum Beispiel gerade eine Werbekampagne, die heißt Aha, sicher durch den Sommer, Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo bleibt denn eigentlich der Hinweis, das Immunsystem zu stärken? Also wie Sie jetzt auch gesagt haben, dass man rausgehen sollte, in den Wald gehen, Sonne tanken, Vitamin D ist absolut unterstützend für das Immunsystem. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum, ich sag mal, das Thema Immunsystem nicht irgendwo, zumindest flächendeckend, irgendwie angesprochen wurde? Ja, es ist eine extreme Vereinfachung dieses Diskurses, aber das ist nicht neu. Wir leben nicht gerade in Zeiten, wo Dinge differenziert betrachtet werden. Und vor allem, wenn es um die Ökologie geht, also mein Schwerpunkt ist ja die ökologische Medizin oder eben auch die Ökoimmunologie, da stößt man nach wie vor hauptsächlich auf verschlossene Türen, weil bei uns wird immer alles isoliert betrachtet. Es werden mit Medikamenten wird vorgegangen, mit Impfstoffen, das ist ja auch alles in Ordnung, aber es wird immer auf diesen Aspekt der Vorsorge, der Präventivmedizin vergessen, die eben ganz eng mit dem ökologischen Zustand des Planeten verbunden ist. Also wir wissen ja aus der Gesundheitsökologie, dass jeder Schaden an der Ökologie des Planeten automatisch einen gravierenden Schaden an der Gesundheit der Menschen auf der ganzen Welt bedeutet. Und das sind Aspekte, die aber kaum berücksichtigt werden. Also hat es mich nicht wirklich überrascht, dass das Thema Immunsystem in Zeiten von Corona kaum thematisiert wurde. Es waren nur Virologen und ausgewählte Epidemiologen zu hören, ausgewählte, nämlich nur die, die das, wie ich oft sage, Killer-Virus-Narrativ an die Wand malen. John Ioannidis, einer der weltrenommiertesten Epidemiologen, hat diesem Narrativ immer widersprochen, aber er wurde kein einziges Mal in den Leitmedien, in den öffentlichen Medien hier bei uns zitiert. Er ist sogar angefeindet worden und er ist als neoliberal beschimpft worden. Das hat geheißen, dass er Wirtschaft über Menschenleben stellt, was er nie getan hat, weil er hat immer stringent argumentiert und die Gesundheit des Menschen in den Mittelpunkt gestellt, dass man hier einseitige Maßnahmen trifft. Maßnahmen, die Gesundheit des Menschen vielleicht sogar mehr gefährden, als sie nutzen. Und die Immunologie wäre ja zumindest ein drittes Standbein des medialen Diskurses gewesen. Also ich hätte mir gewünscht, dass Immunologinnen und Immunologen sprechen dürfen. Hat man eigentlich kaum gehört. Es war immer auf die Virologie und auf ausgewählte Epidemiologen eingeschränkt.
Sie sprechen da jetzt auch ein wichtiges Thema an, die ausgewählten Experten, die eingeladen werden. Wir hatten in Deutschland dennoch, ich würde sagen, verhältnismäßig noch einen relativ lebendigen Diskurs, weil Herr Streeck quasi zugelassen wurde in diesen Diskurs. Aber um vielleicht eben diese kritischen Themen. Entschuldigung, der Ja, hat sich das bitte. aber sehr hart erkämpfen müssen. Ja, hat er. Ja, kämpfen müssen. Und er ist auch sehr ungerecht behandelt worden. Also er hatte auch mit Anfeindungen zu tun und er war ja einer der ersten, der die Mortalitätsrate mit ungefähr 0,37% richtig angegeben hat und da ist er auch angefeindet worden. Also leicht hatte er es nicht, aber ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er so konsequent sich immer wieder zu Wort gemeldet hat. Gut, aber ich glaube, wenn man in der Öffentlichkeit steht, Sie haben recht, aber man muss auch damit rechnen, angefeindet zu werden. Ich glaube, dass Herr Drosten auch einiges erleben musste in dieser Zeit. Aber er hatte es natürlich als, sagen wir mal, Regierungsberater in Sachen Virologie dann rein systemisch etwas einfacher vielleicht. Das, Da haben Sie recht, aber ich sehe trotzdem gravierende Unterschiede. Ein Beispiel. Henrik Streeck hat einmal über eine Marketingagentur, eine PR-Agentur kommuniziert. Und das wurde ihm allen Ernstes breit zum Verhängnis. Also man hat ihn wirklich attackiert, weil er mit einer Marketingagentur kommuniziert hat oder über eine solche Agentur, was eigentlich in Ordnung ist. Ja, sicher ist es gut, wenn man als Wissenschaftler persönlich kommuniziert, die Presseaussendungen persönlich macht, aber es ist in Ordnung, vor allem wenn man sehr viel Arbeit hat, dass man eine Agentur damit beauftragt. Okay, andererseits hat Christian Drosten eine Anfrage der Bild-Zeitung auf Twitter veröffentlicht, unter Nennung des Namens des Redakteurs, und er hat gesagt, er hat Besseres zu tun, als diese zu beantworten. Ist auch in Ordnung, meiner Meinung nach. Er kann das ja machen, außer dass er den Namen genannt hat. Das war nicht sehr sauber. Ist in Ordnung. Nur da hat sich eine Welle der Verteidigung ausgelöst. Und ich finde es aber schlimmer, ein solches Schreiben öffentlich auf Twitter anzuprangern, anstatt das irgendwie anders zu lösen, als über eine PR-Agentur zu kommunizieren. Also das war für mich so ein Beispiel, wo ich gesehen habe, dass Experten sehr wohl unterschiedlich behandelt werden. Weil jetzt zeigt sich, dass die auch ein bisschen differenziert und beschwichtigend an die Sache rangegangen sind und auch mal Entspannendes berichtet haben, in vielen Punkten einfach recht hatten und die das Killer-Virus an die Wand gemalt haben, in vielen Punkten nicht recht hatten. Thema oder Stichwort Killer-Virus natürlich. Zunächst war ja auch die Prognose, glaube ich, der WHO, was die Sterblichkeitsrate angeht, über 3%, wenn ich mich recht entsinne. Herr Streecks Studie hat die weit nach unten korrigiert, auch wenn das sicherlich nicht die finalen Zahlen sind. Ich weiß, dass man wahrscheinlich bis Ende des Jahres abwarten muss. Da kann man ein viel, viel klareres Bild zeichnen. Allerdings hat man ja durchaus schon sehen können, dass in wenigen europäischen Ländern es eine, sagen wir mal, kurzzeitliche Übersterblichkeit gab, die nicht unbedingt außergewöhnlich ist. Inwiefern halten Sie es denn für gerechtfertigt, dass wegen einer Virusinfektion, die eben, wie gesagt, keine wirklich nennenswerte Übersterblichkeit in vielen europäischen Ländern überhaupt gezeigt hat, dass dafür ein Impfstoff entwickelt wird, der eventuell, manche sprechen sogar schon von einer Impfpflicht, zumindest wird darüber immer wieder diskutiert, aber inwiefern ist das überhaupt gerechtfertigt, wenn sich dieser Narrativ des Killer-Virus gar nicht bewahrheitet hat? Also die Entwicklung eines Impfstoffs ist für mich in Ordnung, wenn die Karten auf den Tisch gelegt werden, fair und transparent. Einen Impfstoff auf eine Art medialen Sensationalismus aufzusetzen, wo jetzt alle irrationale Vorstellungen von Viren und vor allem vor diesem Virus haben und wo auch eine Angst und Panik verbreitet wurde. Also das jetzt zu nutzen, um da einen Impfstoff aufzusetzen, das finde ich nicht in Ordnung. Das riecht sehr nach einer Strategie, nach Lobbyismus, dass man hier versucht, jetzt noch dieses Feld der Angst zu nutzen, um möglichst schnell mit einem Impfstoff draufzukommen. Ganz schlimm ist ja, dass es Pharmakonzerne gibt, die Impfstoffe, die noch immer in der klinischen Testung sind, bereits vorproduziert haben. Dann sieht man ja auch, worum es geht. Es geht nicht darum, Menschenleben zu retten, sondern es geht darum, der Erste zu sein. Und da investiert man lieber Millionen in die Vorproduktion eines Impfstoffs, der vielleicht nie kommen wird, anstatt zu riskieren, dass man dann nicht der Erste ist. Das ist absurd, abstrus und traurigerweise oft von staatlichen
Subventionen unterstützt. Das heißt, das Risiko wird dann wieder auf die Allgemeinheit abgewälzt. So darf es nicht laufen. Es braucht Transparenz. Es muss eben möglich sein, dass auch widersprechende und differenzierte Analysen zugelassen werden von Expertinnen und Experten. Und diese 0,37% Sterblichkeit, die in der Heinsberg-Studie herausgekommen ist, die haben schon vorher andere Epidemiologen herausgefunden, eben zum Beispiel John Ioannidis, einer der weltbekanntesten und renommiertesten Epidemiologen, der gesagt hat, früh schon im März, dass die Mortalitätsrate des Coronavirus, wenn man sauber rechnet, weit unter 1% liegt und wahrscheinlich unter 0,5%. Er hat damals von 0,1 bis 0,4% gesprochen und damit lag er, wie wir heute wissen, auch richtig. Das war aber schon im März, ja? Also man hätte es auch schon früher berücksichtigen, zumindest berücksichtigen können mehr im medialen Diskurs. Und natürlich möchte ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen, dass es einzelne Hotspots auf der Erde gab, wo es wirklich zu einer Übersterblichkeit gekommen ist. Ja, die Frage ist ja auch immer, womit vergleicht man das? Mit dem langjährigen Mittel oder orientieren wir uns an der Influenza-Welle 2017, 2018, wo also 25.000 oder 28.000 Menschen in Deutschland an Influenza verstorben sind. Aber über dieses langjährige Mittel gab es sicher Hotspots, einzelne Hotspots, wo es diese Übersterblichkeit gab. Und das ist sehr schlimm. Und ich möchte es auch auf gar keinen Fall bagatellisieren. Wir müssen aber auch dazu sagen, dass bereits früh, nämlich im März, Wissenschaftler darauf hingewiesen haben, dass es Kofaktoren gibt, die diese Sterblichkeit mitbestimmen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass in diesen Hotspots die Gesundheitssysteme problematisch sind, mit viel geringerer Intensivbettenkapazität als in Deutschland oder Österreich. Dazu gehört, dass in diesen Hotspots Billigarbeitskräfte unter beengten Bedingungen eingesetzt werden, die dann zu Billiglöhnen für die Industrie arbeiten. Und in dieser Subgruppe kann sich natürlich dieses Virus zunächst unbemerkt verbreiten, weil die ja auch aus dem Gesundheitswesen, aus der Krankenversicherung herausfallen. Das ist etwas, worauf Gesundheitsökologen und Soziologen schon lange hinweisen, dass sich in diesen ausgebeuteten Billigarbeitskräften, die wir zu uns herholen, eben auch Krankheitserreger unbemerkt ausbreiten können. Und das ist zum Beispiel in Norditalien passiert. Da sind zigtausende chinesische Arbeitskräfte ja eingesetzt gewesen zu China-Löhnern in der Textilindustrie und untergebracht in beengten Unterkünften. Ja, also dort heraus konnte dieses Virus sich dann natürlich explosionsartig vermehren. Dann trifft es auf dieses problematische Gesundheitssystem und drittens auf eine massiv vorbelastete Umwelt. Denn gerade die Lombardei gehört zu den am meisten Feinstaubbelasteten und umweltschadstoffbelasteten Regionen Europas. Und es gibt inzwischen 4 renommierte Studien, die belegen, dass die Letalität des Covid-19-Erregers mit Feinstaub und anderen Umweltbelastungen eindeutig korreliert. Und es ist bereits im März und im April bekannt gewesen, aber bis heute hat man das eigentlich so wirklich breit noch nicht gehört. Ja. Man wusste damals schon, was die Kofaktoren sind. Man wusste damals auch schon, dass man viel gezielter auch die Krankenhäuser und die Altenheime schützen sollte. Das ist ja viel zu spät passiert. Und dass es fragwürdig ist, ob ein Lockdown für alle unbedingt die richtige Lösung ist. Trotzdem habe ich Verständnis dafür, muss ich auch sagen, dass Politikerinnen und Politiker sich dafür entschieden haben. Wo mein Verständnis aber vollkommen am Ende ist, das ist, dass es zu signifikanten Bestrafungen gekommen ist. Also dass Menschen, weil sie mal mit Leuten auf der Parkbank gesessen sind oder weil sie mal eine Freundin besucht haben oder zum Beispiel eine Ärztin im Wiener AKH, weil sie mit der U-Bahn aus dem hektischen Klinikalltag mal auf die grüne Donauinsel gefahren ist, was verboten war, weil sie durfte nur zum Einkaufen die U-Bahn benutzen zum Beispiel, dass diese Menschen also hunderte bis tausende Euro Strafe bekommen haben. Das ist für mich, diese Grenze hätte niemals überschritten werden dürfen, weil das ist wirklich unverhältnismäßig gewesen. Wir wissen ja, dass am Beginn des Lockdowns der Replikationsfaktor schon um 1 oder unter 1 gewesen ist. Und das wissen wir jetzt aus nachträglichen Analysen. Und dass es auch wahrscheinlich ausgereicht hätte,
an die Bevölkerung zu appellieren, sich so oder so zu verhalten. Weil es könnte sein, dass der Lockdown, dieser Replikationsfaktor schon vor dem Lockdown so weit herunter war, weil die Menschen ja von sich aus bereits vorsichtig waren, weil die Menschen ja von sich aus aufgepasst haben. Ja? Es hätte diese Keule vielleicht gar nicht unbedingt gebraucht. Auch weil eine jahreszeitliche Entwicklung festzustellen ist, dass es also aufgrund klimatischer Veränderungen zu einer Abnahme kam. Und ganz wichtig, ein Aspekt, den auch dieser bekannte Epidemiologe John Ioannidis eingebracht hat, weil diese extrem exponentielle Kurve, die wir da präsentiert bekommen haben im Februar und März mit den Ansteckungsraten, höchstwahrscheinlich ein Artefakt war, also ein Fehler, der aufgrund von fehlerhaften Messdaten zustande gekommen ist. Er hat nämlich diese Daten in einer Meta-Analyse noch einmal genauer analysiert und hat auch Störfaktoren herausgerechnet. Und er hat festgestellt, dass dieser extreme exponentielle Anstieg damit zusammenhängt, dass die Sensibilisierung der Bevölkerung angewachsen ist, dass sich mehr Menschen testen haben lassen und dass auch immer mehr Tests zur Verfügung gestanden sind. Ja? Und dadurch ist es zu einer Übersteigerung dieser Exponentialität gekommen. Und das ist auch etwas, wie gesagt, er hat im März schon darauf hingewiesen und trotzdem ist diese Kurve als unumstößliche Realität verbreitet worden und war eigentlich ausschlaggebend dafür, dass sehr viele Menschen dann auch Angst und Panik bekommen haben. Und das finde ich einfach schade, ja, dass man da zu sehr in diese Panikschiene und in diese einseitige Berichterstattung hineingekommen ist. Nun sind ja einige Widersprüchlichkeiten oder wie soll ich sagen, wir haben ja einige Widersprüchlichkeiten in dieser Corona-Zeit erlebt. Also es ging oft hin und her. Die Maske ist ja ein weiteres Beispiel in diesem Zusammenhang. Mich würde interessieren, wie da Ihre Meinung dazu ist. In Deutschland im Übrigen, wir haben noch die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr, im Supermarkt, beim Einkaufen. Ich meine, in Österreich sei die schon fast abgeschafft, außer im öffentlichen Nahverkehr. Und auch hier sind die meisten Deutschen zumindest finden es in Ordnung, dass diese Maskenpflicht herrscht. Es gibt eine Minderheit, die sagt, nein, ich möchte die nicht mehr tragen. Wie sehen Sie denn dieses Thema Maske? Ich persönlich stehe dieser Maske sehr oder diesem Mundschutz, Nasenmundschutz sehr ambivalent gegenüber, aus verschiedensten Gründen. Also erstens einmal der Umgang mit der Maske. Einen solchen Mundschutz kann man ja eigentlich nicht Millionen von Menschen per Zwang verordnen, weil man muss ja auch wissen, wie man damit umgeht. Nasenmundschutz macht sehr viel Sinn in Kliniken, in Gesundheitseinrichtungen, im Umgang mit Risikopersonen, aber dann müssen die Menschen, die die Maske tragen, auch wissen, dass sie sich nicht an die Maske greifen dürfen, dass sie die Maske regelmäßig austauschen müssen, dass sie sie nicht einfach im Auto an diesen Spiegel hängen können und dann beim nächsten Geschäft wieder aufsetzen, so wie das jetzt passiert, weil man greift die Maske ständig an, es entsteht ein feuchtes Klima in der Maske, wir atmen feuchte Atemluft hinein, in diesen Fältchen entsteht ein feuchtes Mikroklima. Und wir husten, wenn wir infiziert sind oder sprechen die Viren da hinein. Und dann können die dort eine Zeit lang aktiv bleiben. Also sie trocknen nicht aus, sie werden nicht inaktiviert, sondern sie können eine Zeit lang infektiös bleiben. Und dann kann es auch zu einer Verbreitung kommen mittels einer möglichen Schmierinfektion. Aber das ist gar nicht so das Thema. Da gehen die Meinungen einfach auseinander. Es ist nicht umsonst, hat die WHO bis in den April hinein davon abgeraten, Masken für alle einzusetzen, weil man eben diese potenziellen Kontaminationen damit verursacht. Aber viel wichtiger ist, dass diese Masken eben nicht nur berührt werden, weil man sie sich ja ständig zurechtrücken muss. Es sind ja auch sehr billige Masken, die nicht wirklich sitzen, sondern dass sie eben den ganzen Tag verwendet werden und immer wieder abgelegt werden und so weiter. Und das ist jetzt nichts, was ich mir aus den Fingern saug. Das ist auch etwas, was zum Beispiel der Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery gesagt hat, der sich explizit gegen einen Maskenzwang für alle ausgesprochen hat. Für mich ist nur erstaunlich, dass selbst die WHO ihre Position geändert hat, als die Regierungen hier bei uns sich für einen Maskenzwang entschieden haben und dass dann die Berichterstattung von zuerst skeptisch gegenüber der Maske plötzlich zu positiv umgeschwenkt ist und man in den Medien nur mehr Menschen mit Masken gesehen hat, Journalisten mit Masken und so weiter. Also die Medienberichterstattung ist in so ziemlich in jedem Detail den politischen Entscheidungen gefolgt und nicht den Evidenzen. Und das finde ich einfach sehr problematisch. Man kann natürlich mit Masken
jetzt hinausgehen, wenn man sich dann sicherer fühlt oder wenn man das Gefühl hat, vor allem wenn man das Gefühl hat, man hat vielleicht einen Infekt und möchte andere schützen. Aber Menschen ohne jegliche respiratorischen Symptome sollten nicht gezwungen werden, mit einer Maske herumzulaufen. Das ist mein Standpunkt, bei dem bleibe ich auch und davon bin ich überzeugt. Bei einem anderen Virus mit einer höheren Mortalität, mit einer höheren Gefährlichkeit würde das anders aussehen, aber hier bleibe ich bei dieser Position. Um hier jetzt nochmal die Klammer zu schließen und zum Thema Impfstoffe zurückzukommen. In Deutschland ist die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, in Bezug auf Corona oder gegen Corona sich impfen zu lassen, relativ hoch. Das kommt natürlich jetzt darauf an, inwiefern man diesen Umfragen Glauben schenken mag, aber ich sage sie, ich zitiere sie jetzt einfach mal hier. Wie halten Sie es mit dem Thema Impfpflicht und würden Sie sich gegen Corona impfen lassen? Die Bereitschaft, sich gegen Corona impfen zu lassen oder gegen SARS-CoV-2 impfen zu lassen, ist meiner Meinung nach deswegen derzeit so hoch, weil wir eben noch immer in einer Situation der Angst sind und in einer Situation, wo auch durchaus irrationale Vorstellungen noch vorherrschen. Und wir sollten jetzt zuerst mal runterkommen, wieder rauskommen aus dieser panikzentrierten Diskussion und ich persönlich würde mich sicher nicht gegen Covid-19 impfen lassen mit einem Impfstoff, der unter verkürzten Zulassungsstandard auf den Markt gekommen ist. Ich würde mich auch ganz sicher nicht mit einem RNA- oder DNA-Impfstoff impfen lassen. Und jetzt sieht es sehr nach dieser Art von Impfstoff aus, weil ich weiß als Biologe, als Biowissenschaftler, der sich schon lange mit Biotechnologien befasst, dass diese Technologie, diese Plattform noch nicht ausreichend ausgereift ist, um jetzt in die Anwendung zu gehen. Also ich würde mich auf gar keinen Fall mit solchen Impfstoffen impfen lassen, auch wenn es ein viraler Vektor ist, denn die viralen Vektorimpfungen sind ja nichts anderes als erweiterte genetische Impfungen, wo man die genetische DNA oder RNA in einen Virus einsetzt. Und durch Integrationsmechanismen des Virus in unsere zellulären Abläufe, genetischen Abläufe, kommt zur Expression im Endeffekt dieser Messenger-RNA und dann wieder zu einer Produktion des viralen Proteins, des viralen Antigens durch unsere eigenen Zellen. Und auch hier, vor allem wenn dann DNA benutzt wird, DNA-Viren, durch diese komplexen Integrationsmechanismen, die greifen dann definitiv auch in unseren Zellkern ein, um sich in die Zelle zu integrieren. Und da kann es dann eben sehr wohl zu unbeabsichtigten Veränderungen kommen. Und hier möchte ich keine Verkürzungen und ich möchte mich auch nicht mit solchen Impfstoffen impfen lassen. Sage ich als Biologe, aber nicht nur ich. Ich bin als Gesundheitswissenschaftler, als Gesundheitsökologe ständig in Kontakt mit Medizinerinnen und Medizinern und ganz viele Ärztinnen und Ärzte würden sich auch selbst nicht impfen lassen. Also so leicht werden es die Verantwortlichen hier nicht haben, uns alle zu überzeugen. Ein Impfzwang ist für mich sowieso indiskutabel. Also Menschen kann man auf gar keinen Fall jetzt mit der Polizei zum Arzt führen und dann impfen lassen. Wer soll das machen? Aber eine Impfpflicht, so wie sie jetzt diskutiert wird, würde ja ohnehin eher eine Impfpflicht durch die Hintertür sein, dass man also bestimmte Dinge nicht machen darf, wenn man nicht geimpft ist gegen Covid-19. Aber auch das halte ich für völlig indiskutabel und abzuweisen, vor allem weil man Menschen nicht zwingen kann, sich mit einem unter Zeitdruck entstandenen Impfstoff impfen zu lassen. Dann schauen wir mal, wie sich die nächsten Monate oder im nächsten Jahr, wie sich das entwickelt. Ich glaube, man sollte sehr wachsam sein und sehr aufmerksam, in welche Richtung das Ganze geht. Was ist denn Ihre Prognose noch ganz schnell zum Schluss? Wann glauben Sie, wird denn der Impfstoff auf dem Markt sein? Also jetzt mal ungeachtet der ganzen Risiken, von denen Sie jetzt gesprochen haben, aber was ist denn Ihre Prognose? Meine Prognose ist, dass es keinen erfolgreichen Impfstoff geben wird gegen Covid-19. Aus den genannten Gründen, es sind schon viele dieser Arten von Impfstoffen gescheitert. Und weil Verkürzungen einfach problematisch sind, es ist bereits ein bis jetzt favorisierter RNA-Impfstoff aus Großbritannien, ist bereits gescheitert. Das war in Oxford von der Oxford Vaccine Group in Kombination oder in Kooperation mit einem großen Pharmakonzern. Und der ist lang favorisiert worden, da hat auch Bill Gates investiert. Und erstaunlicherweise hatte dieser Impfstoff bereits eine Zulassung in die erste klinische Phase und es wurden bereits Menschen damit geimpft, als sich in der Auswertung der präklinischen Phase gezeigt hat, dass er gar keine Langzeitimmunisierung bewirkt.
Das ist unfassbar, dass hier bereits eine klinische Testung an Menschen stattgefunden hat, dass man also eine Überlappung zulassen hat und erst im Nachhinein bekannt wurde, dass bereits die präklinischen Studien eigentlich eine Zulassung in die klinische Phase ausgeschlossen hätten. Trotzdem gab es diese Zulassung, trotzdem wurden Menschen damit geimpft. Also wir haben bereits einen favorisierten und kläglich gescheiterten Impfstoff. Und ich glaube, dass die alle scheitern werden, vor allem, weil man viel zu sehr unter Zeitdruck handelt. Das haben wir jetzt vielfach gesehen. Ich glaube nicht, dass es einen zufriedenstellenden, erfolgreichen Impfstoff geben wird. Auch deswegen, weil wir bis heute nicht wissen, wie lang einmal gebildete Antikörper überhaupt wirken gegen dieses Virus und weil wir bis heute auch noch nicht genau sagen können, wie schnell dieses Coronavirus mutieren wird, sich verändern wird. Wir wissen zum Beispiel, dass es sich gegen Antikörper auch ein bisschen vor Antikörpern verstecken kann, indem es zum Beispiel bestimmte Moleküle an der Oberfläche einlagert, sodass sich die Oberflächenstruktur verändert und nicht mehr so leicht erkennbar ist. Da gibt es so viele Fragezeichen, für die es lange Forschung braucht und unter Verkürzungen sehe ich eigentlich wenig Chancen für einen erfolgreichen Impfstoff. Ich glaube, das wird nach hinten losgehen. Das ist meine Einschätzung. Folgt man vielen Expertinnen und Experten und Virologen und vor allem Vertretern der pharmazeutischen Industrie, dann könnten wir sogar diesen Herbst schon einen Impfstoff haben. Aber das kann ich sowieso, das schließe ich vollkommen aus, ja, dass das der Fall sein wird. Vielen Dank für das interessante Gespräch an dieser Stelle. Ich möchte gerne auf Ihren YouTube-Kanal verweisen, so wie Ihr Name, so lautet Ihr YouTube-Kanal. Verlinke ich gerne unten in der Infobox, weil Sie werden sich ja mit dem Thema wahrscheinlich auch noch kontinuierlich auseinandersetzen. Und jemand, der auch ein bisschen mehr Hintergründe haben möchte, wie das wirklich im Detail funktioniert, kann sich gerne Ihre Videos anschauen. Ich habe sie mir angeschaut. Ich muss sie mir wahrscheinlich dreimal angucken, damit ich auch wirklich alles verstehe. Aber sie sind auch für Laien absolut nachvollziehbar. Und ich bedanke mich hier nochmal. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Mhm.